damit herzlich willkommen bei The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ich bin echt gespannt, was mich in diesem Spiel erwartet. Ich habe es auf der E3 gesehen und mich direkt verliebt. Und ich habe selber Life is Strange 1 und Before the Storm nicht gespielt. Aber meine Verlobte hat es gespielt. Ich war immer dabei und ich kenne es in- und auswendig. Und ich bin so, so gespannt. Und ich denke, dass Dontnod und Square Enix hier nichts falsch gemacht haben. Und ich habe vorhin schon einmal getestet, ob die Aufnahme läuft. Deswegen steht da Fortfahren. Aber wir werden jetzt gleich ein neues Spiel starten. Viel Spaß. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. It's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Captain Spirit. Wir dürfen jetzt das Kostüm des kleinen Jungen etwas designen und ich persönlich weiß noch nicht so genau, was ich für ein Kostüm mache, aber ich bin jetzt schon so begeistert. Die Musik ist so schön in dem Spiel, wie immer bei Life is Strange und ach, es ist alles so real gemacht und wie er sich benimmt, es ist einfach, ach, es ist schön. So, benutze das Mausrad, um eine Antwort zu wählen und klicke, um zu bestätigen. Ich möchte einen Helm, wie Iron Man. Ich glaube, das ist gut. Mal gucken, was der kleine Chris davon hält. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Naja, wenn er schon einen Helm hat, macht schwere Rüstung doch Sinn, oder? Das findet er bestimmt auch.
Er ist bestimmt Iron Man Fan. Auch die Kamerafahrten, und es ist einfach Life is Strange. Es ist echt schön. So cool. Er sagt, cool. So cool. Should he be dark or colorful? Also ich persönlich würde ja dunkel nehmen, aber für den Lütten finde ich farbenfroh gut. Wenn ich mir das Zimmer angucke mit den ganzen Postern und die Farben und... Ach, es ist schon schön. Der Drache im Hintergrund, den finde ich auch schön. Wir nehmen farbenfroh. So, er hat echt alles mögliche an Kostümkram da, sehe ich gerade. Voll cool. Pow! Wie cool, der hat richtig viel Fantasie, der Kleine, das gefällt mir. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Super cool, das ist echt, es ist herzallerliebst. So richtig, wie man sich einen Jungen auch vorstellt. Captain Spirit. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Atemberaubende Abenteuer werden uns erwarten. Da bin ich mir extrem sicher. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. So, wir können uns bewegen, wir können uns umschauen. Zeichenanleitung, sehen wir uns doch gleich mal an. I hope I can draw as good as Mom someday. Also seine Mutter zeichnet wohl auch, oder? Vielleicht ist sie sogar Comiczeichnerin. How to draw superheroes. Nächste Seite. So, lesen. Chris, da du mein ganz eigener Superheld sein wirst, ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst alles sein, was ich nicht bin. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer, Supermama. Oh, ich krieg grad Gänsehaut. Oh, ist das schön. Also seine Mutter hat es ihm geschenkt und sie kann nicht sein, was er sein soll. Was das heißen mag, weiß ich noch nicht. Ich traue mich auch nicht zu vermuten. Basketball ansehen. It'd be cool to shoot like that. Okay, sein Vater ist wohl ein guter Sportler. Wir werfen den Ball. Wahrscheinlich nicht so geschickt. Oh. Airball. I should ask Dad to show me again. Ja, er ist nicht so gut. Die Wunschliste ansehen. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Okay, er möchte auch seinem Vater unbedingt gefallen. Lieber Weihnachtsmann, ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Hot Dog, Adventures, Playbox, ein Playbox-Konsole in Schwarz, Zeichenpapier und Stifte farbig, etwas Durchgestrichenes und Basketballunterricht. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Och Mann. Und der Kleine will, glaube ich, einfach jedem gerecht werden. So, was haben wir hier noch? Den Waldkrieger. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Er sucht auch Schutz, scheinbar. Ach, das Wikingerbuch. Sehen wir uns das mal an. What kind of a Viking would I be? Ralf der Wikinger. Das brauchte ich jetzt unbedingt als Übersetzung. Okay. Leere Feuerwerkskörper. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Man sollte... I wonder where he hit them. Man sollte auch keine Mülltonne in die Luft sprengen. Ansehen. Here comes the shark stinger. Was für ein cooles Auto, Alter. Los, spiel damit. Ooh, the shark stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Ich werde jetzt einfach mal eingreifen. That
was your last ride, Shark Stinger. Ein wahrer Superheld. Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Also, seine Kräfte kommen wohl aus seiner Hand. Chris, breakfast. Bin gleich da. Be right there. Power Bear Nocturius. Ansehen. Are you ready for the ultimate battle of good versus evil? You can't win this battle, Nocturius. It's already over, Power Bear. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. Mantroid is your boss now. Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win. Captain Spirit has helped the world over and over. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Findet ihr auch, dass der Bär irgendwie aussieht wie der Bär aus Japano-Schlampen von Cold Mirror? Der Bär, der bei der Polizei ist? Und ich finde, das andere Ding sieht aus wie ein lila Hamster. Es tut mir leid. I'm sorry, Nocturus. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Oh, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. I can't. Captain Spirit! Ich lasse ihn frei. Release him, Power Bear. Oh, yeah. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Das denke ich nämlich auch. Mantroid will get his revenge. For me! Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Ja, ich fand auch, wenn ich ihn jetzt... Chris, I mean now. Give me one second. Your time is up. Ich will aber mich umgucken. Captain Der Papa Spirit ist so ungewöhnlich. Die Notfallwaffen. Ja, insbesondere eine Sense sollte jeder kleine Junge haben. So, was haben wir hier? Oh Gott, so viele Sachen. Das Lieblingsbuch. Ansehen. I've read this one so many times. Where the strange things went. Ah, sehr schön. Wo die seltsamen Dinge hingingen. Geschichte und Bilder von Ethan E. Ellie. Ja. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Chris, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt bin ich an der Reihe, dir ein Buch zum Lesen zu geben. Dein Kumpel Hal. Oh, er ist wohl umgezogen. Also entweder Chris oder Hal, man weiß es nicht. Oh. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Seine Festung, super. This is Chris to the Flying Fortress. Come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. I mean now. I heard you, jeez. Do not make me come over there. This sucks.
Mein Vater ist echt unentspannt und ich möchte nicht, dass er Ärger kriegt. Vielleicht können wir uns später nochmal umsehen hier im Zimmer. Aber ich möchte nicht, dass er Ärger kriegt. Der ist so niedlich. Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Okay. Das war eine klare Ansage. Irgendwie habe ich das Gefühl... Mutti hat ihn verlassen oder ist gestorben und seitdem ist das Verhältnis sehr, sehr kalt. Und seine Mutter hat seine Kreativität immer freien Lauf gelassen und der Vater, den versucht er zu beeindrucken, indem er dann Sport machen will oder solche Sachen. Hm. Ja, man weiß nicht, ob es Bier ist, aber ich gehe mal stark davon aus. What did you expect, a waffle? Ich will ihn nicht noch wütender machen, es ist gut. It's good. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. Es ist auf jeden Fall Alkohol. Mann. Nee, komm, Plan für heute. So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today I bet we win. Now that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Ja, er liebt ihn ja trotzdem, ne? Auch wenn er vielleicht nicht immer einverstanden ist mit dem, was sein Vater so macht. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Ich hoffe, das war nicht der Vater. Die blauen Flecken und dass er nicht drauf angesprochen werden möchte. Oh Mann, ey. Na, komm. No. It's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. So you must be excited for Christmas. Na klar. Du auch? Oh yeah, are you excited too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year, huh? Nah, Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Ein kleiner Fingerschwur, wehe, der bricht ihn, dann komme ich in das Spiel geklettert und klatsche ihm links und rechts eine. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Das scheint auch nicht das erste Bier heute zu sein. Und jetzt kommt der Whisky. Als hätte das nicht gesehen, ganz ehrlich, ey.
wie es Life is Strange es immer wieder schafft, mich mit verschiedenen Charakteren aufzuregen, ne? So. Okay. What would Captain Spirit do? Okay, mit Tab sehen wir die Superaufgabenliste. Die Superaufgabenliste. Jetzt kann ich ein Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Okay. Irgendwo ist ein Schatz vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten. Ich wette, Mantroid versteckt sich auf einem Planeten. Auf seinem Planeten. Mit einem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und ihn finden. Ich kann meine Zielsicherheit mit dieser gefährlichen Bierdose trainieren. Mein Superheldenteam ist stark, doch behalte Mantroid und seine Superschurken besser im Auge. Ich könnte Mustard Party 2 spielen, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserfresser besiegen lassen. Okay. Die Bierdosen ansehen. Ew, sticky beer cans. Wir werfen die weg. Natürlich pulverisieren wir die. The Beer Can Monster cannot be. Come on. Seriously? Oh yeah. Wir öffnen den Kühlschrank. All right. Käse. It's early, but I can make Dad some mac and cheese. He's too lazy. And he won't eat anything. Oh, vomit. Wegwerfen. Natürlich Supermüll. Zap! The awful green things are flushed into space. Oh, Mann. Der ist echt süß, ey. Halte E, um Kraftaktionen zu sehen, wenn das Symbol angezeigt wird. Naja, Megaspülung natürlich. Crap! Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Oh nein. So, was ist hier? Mikrowelle. Maybe I could cook something for Dad. Ja, komm, vielleicht. Vielleicht findet er es gut. Aber erstmal Postkarte ansehen. I've never seen a beaver around here. The best damn town in America. Was für ein schönes Wortspiel. Verdammt gut. God damn, you're on fire. Dad's going shopping. Hoffentlich. Zucker, Papier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch und Barbecue-Chips. Klingt nach einem super Einkauf. Nein, wenn ich Eiscreme hinzufüge, dann dreht der Vater bestimmt wieder durch und wird voll arschig. Gott. Der Typ regt mich auf. Boring. Boring. Ja, lokale Polizei sieht weitere Proteste nach Tod durch Erschießen. Seattle, kleinere Unruhen und Proteste wuchsen einen Monat nach dem ungeklärten Toden eines Mannes aus der Gegend und eines Polizeibeamten weiter an. Die Polizei gab noch keine amtliche Stellungnahme heraus, doch Quellen zufolge wurde der Mann von dem Polizeibeamten erschossen, während die Todesursache des Beamten weiterhin unbekannt ist. Die Polizeibehörde von Seattle wurde von Bürgerrechtsbewegungen beschuldigt, den Vorfall falsch gehandhabt zu haben, was zu den öffentlichen Protesten und Unruhen führte. Okay, vielleicht ist sein Vater auch da drin verwickelt. Okay.
Okay, wir nehmen uns einfach schon mal den Garagenschlüssel. Wir haben ein... Alter, ja. Okay, unser Inventar beinhaltet bisher nur einen Schlüssel. So, was ist hier? Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Diese Tür kann ich nicht öffnen. Kann aber den Lichtschalter einschalten. Oh, cool. Ah. Okay, Weihnachtsschmuck. Ich dachte schon Geschenk. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm off. I could help Dad do the laundry using my mind magic. Ew, these clothes even smell dirty. Okay, das ist nicht gut. In die Waschmaschine damit. Now you will learn your lesson and stay clean. I hope I set this right. Es gibt bestimmt Ärger, weil ich was falsch eingestellt habe. Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. Das war's denn in diesem Raum auch schon. Wir schalten das Licht mal wieder aus. Mal gucken. Oh, that's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Ooh. This could make a pretty good helmet. Ich zieh mir jetzt ein Kostüm an. Sehr gut. Oh yeah, that's how you dominate. That's it. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. On fire, I'm sure I can beat my high score on Mustard Garden. Da bin ich mal gespannt, ob ich das wirklich kann, weil wenn ich das selber spielen muss, ich habe keine Ahnung, was das ist. I need a pin code. What is it? Den pin code werde ich vielleicht nochmal herausfinden. Damn, you're on fire. I'm just too busy to care if I go online. Den Brief. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als Zeichen unserer Liebe. So wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank. Bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen. Oder wie lange auch immer du brauchst, dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Grandma and Grandpa are so cool. But no way I'm ever leaving Dad. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir deinen wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch möchten wir, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch da, beide da. Immer. Peter. Okay. Dad is too busy to care if I go online. Wollen wir jetzt mal gucken, was wir da anklicken können. There is my hot dog man. Wie cool. So, hot dog man. Schließ dich der Revolution an. Wollten Sie mit Hot Dog Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihrem Kind, bedeckt mit Senf und schicken Sie es uns. Es gibt jeden Monat viele exklusive Hot Dog Man Spielzeuge zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? So. I can't see Dad selling homes.
Nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Werden Sie heute ein Immobilienmakler. Unser 10-wöchiger Kurs bietet alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Lisa Wehner ist die Nummer 1 der Immobilienmakler im Nordwesten, trat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie hier, um sich anzumelden und 10% Rabatt zu erhalten. Ich glaube auch nicht, dass dieser Typ Immobilienmakler wird. Wow, is he getting us tickets again? Best dad ever. Sei ein Held auf der HeldenCon 2017. Komm vorbei, Portland HeldenCon 2017. HeldenCon 2017, 15. bis 17. Januar. Portland City Center. Über 1000 Gäste, Events und Händler. Sei ein Held, registriere dich heute. That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Von NWRailW@TR an mich. An alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Züge in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen sich nicht auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, in die diese Gruppe involviert ist, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail oder innerhalb meiner Bürozeiten. Vielen Dank, Mike Stevenson, Betriebsaussicht, Northwest Railway. Oh. Those are Dad's pages. There's my... Oh, those are Dad's pages. Statworld. Sieht nach einer Sportseite aus. Statworld. Suche Spieler, Teams, Saison, Punkte, Index, Chartaufstellung. Login, registrieren, Vorhersagen, Spieler von A bis Z. Spielerstatistiken 2016-17, Tabelle. Jo. Sieht nach einer Webseite aus für... wie heißt denn das? Hey, can you get that? Wo ist denn das Telefon? Rangehen. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Gut, dass er einfach aufgelegt hat. Ich find's ziemlich krass, dass die... dass die einfach anrufen, Alter. Wie geil ist das denn? Ja, hier, Tag. Wir sind zu faul, von Tür zu Tür zu gehen. Wir rufen jetzt an und sagen ihnen hier... Jesus ist toll und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh Mann. Ah, schön. Ach ja, so. No, no. Gucken wir mal kurz. No!